Guten Abend, herzlich willkommen zu einer ungewohnt späten ZIP 2. Es war das schwerste Erdbeben in der Region seit 100 Jahren. Und jetzt werden immer mehr Tote aus der Türkei und aus Syrien gemeldet. Es könnten noch sehr viel mehr als die bisherigen 3600 werden. Gast im Studio ist dazu Rotkreuz-Einsatzleiterin Martina Schloffer. Rechtskraft. Vor genau 10 Jahren wurde die deutsche AfD gegründet. In Ostdeutschland liegt die Rechtsaußenpartei heute über 20%, aber niemand will mit ihr regieren. Über Gebühr. Die Rundfunkgebühr muss dieses Jahr ganz neu geregelt werden, aber die Vorgangsweise der ÖVP-Medienministerin stößt auf immer mehr Kritik. Zwischen 4 und 5 Uhr früh, als fast alle noch schliefen, hat die Erde gebebt, so heftig wie seit 100 Jahren nicht mehr in der Südtürkei. 2 Minuten später waren tausende Gebäude zusammengestürzt und tausende Menschen tot. Das erste Beben mit einer Stärke von 7,8 hatte sein Epizentrum nahe der Millionenstadt Gaziantep. Zu spüren war es aber bis nach Zypern, Israel und in den Irak. Im Laufe des Vormittags folgten noch Dutzende Nachbeben, eines mit einer Stärke von 7,4, während die Rettungsarbeiten schon voll im Gange waren. Am Abend war von mindestens 3.600 Todesopfern die Rede, aber diese Zahl ist seit der Früh praktisch stündlich gestiegen. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat eine 7-tägige Staatstrauer ausgerufen und beide Länder haben um internationale Hilfe gebeten. Die Bilder sprechen für sich. So wie hier im ostanatolischen Malatya stürzen tausende Gebäude in dicht besiedeltem Gebiet ein. Wenn sich kurze Zeit später die Staubwolken legen, wird erst die ganze Tragik sichtbar. Es ist kurz nach 4 Uhr früh Ortszeit. Das Beben erschüttert ein riesiges Gebiet, das sich über mehrere tausend Quadratkilometer bis nach Syrien erstreckt. Selbst Drohnenaufnahmen lassen das ganze Ausmaß der Schäden nur erahnen. Sofort starten die ersten Rettungsaktionen, versuchen Helfer verzweifelt, Menschen aus den Trümmern zu retten, doch oft stoßen sie unter Tonnen an Schutt nur noch auf Leichen. Die Türkei ist immer wieder Schauplatz von schweren Erdbeben, weil hier zwei der größten Kontinentalplatten, die afrikanische und die eurasische, aneinandergrenzen. Doch unter der Erde spielt sich noch viel mehr ab, so der Seismologe von der inzwischen umbenannten Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Dazwischen eingeklemmt sind die kleine arabische und die kleine anatolische Platte. Und der Südosten der Türkei liegt eben da an einer Grenze, arabische, anatolische Platte, wo eben ziemlich starke Kräfte sich aufbauen im Laufe der Zeit. Schier übermenschliche Kräfte braucht es für die Angehörigen hier in Österreich, das Geschehen in der Türkei zu verarbeiten. Salman und Merim Gedek kommen aus Basarçuk, eine Stadt, die besonders hart getroffen wurde. Seit vielen Jahren leben sie in Dornbirn. In der Nacht verfolgen sie im türkischen Fernsehen die Geschehnisse in ihrer alten Heimat. Merim Gedeks Tante ist in den Trümmern ums Leben gekommen. Seine Mutter konnte gerettet werden. Nur habe ich einen Schrei gehört, oder? Habe ich gleich so Mama gesagt, Mama, beruhige dich, das ist schon ein Erdbeben. Und sie schreit, ich kann mich nicht bewegen und so weiter. Habe ich halt Anweisungen versucht zu ergeben, oder? Mama, such an Türkante oder unter dem Tisch oder irgendwo hingehen. Hat sie halt so mit Schreien, kann ich nicht, ich kann mich nicht bewegen, auf die Richtung. Dann habe ich gesagt, Mama, beruhige dich, bleib wo du bist, nicht bewegen. Ich versuche dann mal Hilfe von außen rufen. Ein Schwager kann sie in letzter Sekunde aus dem Haus bringen. Wie es ihr jetzt geht, kann er nicht sagen. Der Kontakt nach Basarçuk ist abgerissen. Ich bin immer noch unter dem Schock. Ich habe so einen dicken Schädel momentan. Den Anrufer, dort Anrufer. Ich habe Tante, Oma, Onkel, ganze Familie lebt in dieser Straße, in diesem Gebiet. Alle momentan unglaublich was zum Sagen. Und doch gibt es in dieser unglaublichen Situation auch Hilfsangebote aus aller Welt. Auch das Bundesheer bereitet sich auf einen Einsatz im Erdbebengebiet vor. Es wird kein leichter Einsatz. Mehr als 50 Nachbeben allein heute erschweren die Rettungsarbeiten, gefährden jene, die helfen. Die Nachbebentätigkeit wird jetzt noch viele Monate anhalten. Und es kann durchaus sein, das weiß man aus der Vergangenheit, von vielen anderen Beben auch in der Welt, dass so
zwei, drei Wochen oder bis zu vier Wochen noch einmal ein stärkeres Nachbeben auftreten könnte, was in dem Fall dann vielleicht noch einmal Magnitude 7 haben könnte. Dazu kommt der starke Regen, der die Sache für die Hilfskräfte nicht gerade erleichtert. Mit jeder Stunde schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Aber noch gibt es diese Momente, in denen Helfer und Angehörige ihre vermisst geglaubten Liebsten wieder in die Arme schließen können. Und bei mir im Studio ist jetzt Martina Schloffer, sie ist beim Roten Kreuz stellvertretende Leiterin für Einsatz und internationale Zusammenarbeit und hat schon viele internationale Katastropheneinsätze hinter sich. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend, danke für die Einladung. Frau Schloffer, bei diesem furchtbaren Erdbeben im türkischen Izmit 1999, das auch in der Nacht stattfand und mit 7,7 etwas schwächer war als heute, wurden am Abend des ersten Tages 2000 Todesopfer befürchtet. Letztlich waren es dann über 17.000. Fürchten Sie, dass es in diesem Fall ähnlich sein könnte, dass die Opferbilanz am Ende noch sehr, sehr viel schlimmer aussehen wird, als wir jetzt schon wissen? Wir fürchten das ja. Also die Opferzahlen sind heute im Laufe des Tages konstant gestiegen. Es sind sehr, sehr viele zerstörte Gebäude. Das heißt, es ist anzunehmen, dass noch sehr, sehr viele Menschen verschüttet sind. Wir hoffen, dass so viele wie möglich gerettet werden. Aber es ist mit steigenden Zahlen zu rechnen jedenfalls. Zahlreiche Länder haben heute schon Hilfe angekündigt und auch schon Hilfsteams losgeschickt. Wie wird bei einer so riesigen Katastrophe die internationale Hilfe überhaupt koordiniert? Es wird so schnell wie möglich vor Ort natürlich geholfen. Das ist das Wichtigste, dass die Helfer vor Ort arbeiten. Und dann gehen die Behörden vor Ort hinaus auch mit ihren Hilfsaufrufen und die Organisationen und bitten um internationale Hilfe, genau die sie brauchen. Das heißt, wir arbeiten hier über verschiedenste Koordinationsmechanismen. Die Behörden arbeiten über den Zivilschutz der Europäischen Union, die Rotkreuzorganisationen, wir arbeiten über unsere Koordinationsmechanismen. Und dann vor Ort, sobald die Hilfe läuft, kommt hier die UNO auch hinein und koordiniert mit. Aus Österreich fliegen morgen mal gut 80 Bundesheersoldaten los, aber noch kein Team vom Roten Kreuz. Wie wird das entschieden? Das entscheidet der Bedarf vor Ort. Im Moment ist es so, dass unsere Kollegen vom türkischen Roten Halbmond intensivst arbeiten, um die Überlebenden zu versorgen, ihnen Essen zu geben, Unterkunft zu schaffen, Zelte, damit sie wo schlafen können und psychologische Unterstützung, erste Hilfe. Gleichzeitig ist es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen aus den Trümmern geborgen werden können. Und da braucht es internationale Unterstützung auch mit Bergegerät und mit Such- und Rettungsteams, die autark arbeiten können. Also das ist jetzt in der Türkei ganz, ganz speziell, haben wir bemerkt, dass die Zerstörung ist so groß und die Probleme sind so groß, das Wetter ist so schlecht, der Zugang, die Logistik ist im Moment so schwierig, dass die ersten Abrufe ganz streng waren, bitte Teams zu schicken, die wirklich mit eigenem Transport, mit eigener Unterkunftsmöglichkeit, mit eigenem Essen, mit eigenem Strom und Logistik ins Feld kommen und dort beim Bergen helfen können. Und das ist etwas, wo die Kollegen vom Bundesheer eine sehr gute Rolle spielen. Gleichzeitig ist unsere Hilfe jene direkt für die Überlebenden. Und da werden die einzelnen Hilfsabrufe in den nächsten Tagen kommen, wenn die Kollegen vom türkischen Roten Halbmond sagen, jetzt geht uns das Material aus, jetzt geht uns das Geld aus, bitte, wir bitten um weitere Unterstützung international. Das Österreichische Rote Kreuz ist zum Beispiel besonders spezialisiert auf Wasser, Hygiene und auch Abwasserbearbeitung und im IT-Bereich. Und wenn jetzt Bedarf an Trinkwasseranlagen zum Beispiel ist oder an Wasseraufbereitung, an Hygienemaßnahmen, dann werden die Österreicher abgerufen. Das haben Sie schon gesagt, am dringendsten ist jetzt natürlich, Leute unmittelbar aus den Trümmern heraus zu bergen. Ja. Da sagt man 72 Stunden lang, das ist quasi das Zeitfenster, wo auf jeden Fall was geht. Wie lange sind denn solche Sucharbeiten noch sinnvoll dann? Wie lange ist es sinnvoll, nach einem Wunder oder nach einem letzten lebenden Menschen zu suchen? Ja, das sind sehr, sehr schwierige Entscheidungen. Grundsätzlich muss man schon sagen, dass nach 24 oder 36 Stunden schon sehr, sehr wenige Menschen gefunden werden, lebend. Vor allem bei solchen Temperaturen, es hat 0 Grad, es regnet, es stürmt. Aber
aber man gibt halt auch nicht gerne auf, ja, und man sucht weiter, solange es nur irgendwie geht, um vielleicht doch noch einen oder zwei Menschen zu finden, die überlebt haben. Was muss denn als erstes parallel oder unmittelbar nach den Bergungsarbeiten passieren? Die Unterbringung der Menschen und Versorgung. Also die Menschen sind obdachlos oder sie sind noch in Häusern, die vielleicht vom Einsturz bedroht sind. Es gibt diese ständigen Nachbeben. Und sehr oft schlafen die Leute nach Erdbeben einfach auf der Straße. Auch die Helfer schlafen auf der Straße oder wo es immer auch geht. Und wenn wir uns das jetzt anschauen mit diesen Temperaturen und diesem Wetter, müssen die Leute natürlich von der Straße weg und müssen unterkommen. Also unsere Kollegen vom Roten Halbmond haben hunderte Zelte schon verteilt und auch warmes Essen und Decken, also über 20.000 Decken. Aber das ist natürlich nur erste Nothilfe und das ist das Dringendste dann neben der ersten Hilfe für die Verletzten. Dass diese Schäden jetzt in zwei Staaten passiert sind, wovon einer noch dazu in einem 11-jährigen Bürgerkrieg sich mittlerweile schon befindet. Wie sehr macht das den Hilfseinsatz oder die Hilfseinsätze noch schwieriger? Die Hilfseinsätze, egal über Staatsgrenzen hinweg, es ist natürlich sehr schwer mit dem Zugang. Also grundsätzlich in ein zerstörtes Gebiet zu kommen, ist schon sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt Material und Logistik von außen dazu schickt. Bei Syrien, müssen wir jetzt sagen, ist es natürlich dadurch, dass es ein kriegsversehrtes Land ist, noch schwieriger, hier einen Zugang zu haben. Die Kollegen vom syrischen Roten Halbmond haben heute schon gemeldet, sie arbeiten, sie helfen, sie geben erste Hilfe. Aber sie haben sehr früh schon gemeldet, sie werden internationale Hilfe brauchen. Und da muss man dann natürlich auch auf Sicherheitsaspekte achten beim Zugang. Wenn jemand, der uns jetzt zusieht, helfen will, wie geht das denn jetzt am besten? Am besten in so einer Phase ist es, mit Geld zu helfen. Ja, der Bedarf ändert sich jetzt von Tag zu Tag, was man den Menschen geben muss, wo man es ihnen geben muss, was die Menschen brauchen. Und das Dringendste, was wir dann brauchen, ist Geld, damit wir schnell und flexibel entscheiden können, welche Hilfe wir geben, damit das Personal vor Ort versorgt werden kann, auch bezahlt werden kann, Transporte bezahlt werden können, Benzin bezahlt werden kann, Material reingebracht werden kann, genau nach dem Bedarf. Also mit Geld können wir am flexibelsten und am schnellsten helfen. Sagt Martina Schloffer vom Roten Kreuz. Aus Termingründen haben wir das Gespräch am Abend aufgezeichnet und damit wechseln wir das Thema. Genau heute, vor 10 Jahren, wurde in Deutschland eine neue Partei gegründet, aus Protest gegen die Politik von Angela Merkel in der Eurokrise. Heute liegt die AfD, die Alternative für Deutschland, in Umfragen bundesweit um die 15%, sitzt mit einer starken Fraktion im Bundestag und in fast allen Landtagen. Wie die Karte zeigt, liegt ihre Basis vor allem in Ostdeutschland. In 4 Bundesländern kam sie bei den jüngsten Landtagswahlen auf mehr als 20%. Seit ihrer Gründung hat sich die AfD immer weiter radikalisiert. Der Verfassungsschutz beobachtet sie gar als rechtsextremen Verdachtsfall. Und niemand will mit ihr regieren. Die AfD-Spitze allerdings hofft, dass sich das bald ändert. Aus Berlin, Andreas Pfeiffer. Der Widerstand gegen rechts gilt einer Partei, die im Glashaus sitzt und nicht ungern mit Steinen wirft. In Hessen, ihrem Gründungsland, feiert die AfD heute Abend ihren 10. Geburtstag. Und mit dem Motto „Bereit für mehr“ plant sie das Größerwerden. Darum glaube ich, dass wir übernächstes Jahr, allerspätestens in den ostdeutschen Bundesländern, wo wir jetzt schon stärkste Kraft sind, das muss man sich mal vorstellen, nach 10 Jahren sind wir bereits die stärkste Kraft in Ostdeutschland, dass wir dort auch durchstoßen mit einer realistischen Regierungsperspektive. Alles begann vor 10 Jahren, als Angela Merkel die Rettung des Euro und die Hilfen für Griechenland alternativlos nennt. Der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Lucke stemmt sich mit seiner Alternative für Deutschland dagegen. Und diese bald gegen alles, was hier nicht deutsch genug erscheint. Aus einer Professorin wird eine Protestpartei. Die Geschichte der AfD ist eine kontinuierliche Rechtsverschiebung, und zwar in Sachen Personal, aber auch in Sachen Programmatik. Die AfD ist als nationalkonservative Anti-Euro-Partei gestartet, ist dann zu einer rechtspopulistischen Anti-Migrationspartei geworden und ist jetzt so etwas wie eine radikal rechte, aber thematisch flexible Antisystempartei. Die Feindbilder wechseln. Eben noch waren es die Corona-Maßnahmen der Regierung. Heute sind es die Waffenlieferungen. Den Kriegstreiber ortet die AfD
nicht in Russland. Es ist nicht unser Krieg. Und natürlich muss es hier um Diplomatie gehen. Wir müssen auffordern, dass beide Verhandlungspartner und natürlich die USA, denn die ist der Haupttreiber dieses Krieges und übrigens auch der Hauptprofiteur, dass die sich endlich an den Tisch setzen, damit dieser schreckliche Krieg beendet wird. Die AfD ist ein Krisenprofiteur, weil mit Krisen auch immer die Verunsicherung der Menschen wächst. Und die AfD versucht, die Verunsicherung von Menschen in eine Ablehnung der demokratischen Institutionen zu verwandeln. Und das gelingt ihr gerade jetzt wieder bei der Inflation und den wirtschaftlichen Ängsten, die damit verbunden sind. In deutschen Parlamenten wird die AfD an den Rand gedrängt. Mit dieser Partei will niemand regieren. Mittlerweile steht die AfD als rechtsextremer Verdachtsfall unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes. Das zeigt, wie ernst die deutsche Demokratie das Gefahrenpotenzial dieser systemsprengenden Bewegung nimmt. Nächstes Jahr aber finden im Osten Landtagswahlen statt. Dann wird sich zeigen, ob die Brandmauer gegen die AfD stabil bleibt. Nach der Landtagswahl in Niederösterreich hat übrigens der FPÖ-Landesrat Waldhäusl in einer Fernsehdiskussion einer Gruppe von Wiener Schülerinnen mit Migrationsgeschichte erklärt, ohne sie wäre Wien noch Wien. Heute Abend sind deswegen nach Polizeiangaben rund 1000 Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für die rassistisch beleidigten Schülerinnen gekommen. Unter dem Motto Wien sind wir alle hatten mehrere Parteien zu der Demonstration in Wien Favoriten aufgerufen, wo die Jugendlichen zur Schule gehen. Die Kundgebung wurde von zwei Rechtsextremen gestört, die auf einem Baugerüst ein Plakat entrollten. Sie wurden von der Polizei abgeführt. Wie der ORF finanziert wird, das wird sich spätestens nächstes Jahr ändern. Es ist nämlich nicht verfassungskonform, dass die ORF-Gebühr nur zahlen muss, wer einen Fernseher oder ein Radiogerät besitzt, aber nicht, wer die ORF-Programme am Handy oder Computer schaut oder hört. Das hat der Verfassungsgerichtshof im Herbst entschieden und der Regierung aufgetragen, das bis Ende dieses Jahres zu reparieren. Politisch zuständig für ein neues Finanzierungsmodell ist ÖVP-Medienministerin Susanne Raab. Sie sagt dazu seit Monaten nichts Konkretes, außer dass der ORF sparen und billiger werden soll. Jetzt wächst die Kritik an der Ministerin. Wie soll das größte Medienunternehmen des Landes, der ORF, künftig finanziert werden? Mit einem Rabatt für die einzelnen Konsumenten und Konsumentinnen, sagt Medienministerin Raab. Ein entscheidendes Gespräch mit Generaldirektor Weißmann werde diese Woche stattfinden. Der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrates, nominiert von den Grünen, kritisiert den Vorstoß Raabs. Die Finanzgebarung des ORF ist in der Tat Aufgabe des Managements und des Stiftungsrates. Der Stiftungsrat fordert auch vom Management Sparsamkeit ein und der ORF ist sparsam. Er war das schon die letzten Jahre und wird es auch in Zukunft sein. Es geht um 6,5 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, die der ORF jeden Tag mit seinem Programm erreicht. Und die Frage ist, kann der ORF auch in Zukunft dieses Angebot in der vorhandenen Form sozusagen auch entsprechend wahrnehmen? Nach einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs braucht es ein neues Finanzierungsmodell, denn auch für das Streamen von ORF-Angeboten muss künftig gezahlt werden. Bisher erhält der ORF rund 2/3 der Rundfunkgebühren selbst, nämlich genau 18,59 Euro im Monat für die TV-Sender, die Landesstudios Ö1, Ö3, FM4 und vieles andere. Weitere Teilgebühren und ein Kunstförderungsbeitrag gehen an den Bund. Außerdem eine je nach Bundesland unterschiedlich hohe Landesabgabe. Oberösterreich und Vorarlberg verzichten darauf. Damit beträgt die Rundfunkgebühr dort insgesamt 22,45 Euro im Monat. Am höchsten sind die Gebühren in der Steiermark mit 28,65 Euro, gefolgt vom Burgenland mit 28,45 Euro. Zum einen sollte die Landesabgabe von der ORF-Gebühr entkoppelt werden, zum anderen eine Abgabe pro Haushalt nach deutschem und Schweizer Vorbild kommen, sagt der Kommunikationswissenschaftler. Eine Haushaltsabgabe macht ohnehin für alle Haushalte die Gebühr billiger, weil auch alle Haushalte mit Ausnahme der befreiten Haushalte mitzahlen. Das heißt, die Gebühr für jeden einzelnen Haushalt wird auf jeden Fall kleiner. Wenn man auch noch die Abgabe an die Länder herausrechnet, wird es für alle Haushalte deutlich billiger. Ministerin Raab und Generaldirektor Weißmann wollten heute keine Interviews geben. Der genaue Termin ihres Gesprächs ist bisher nicht bekannt.
Der Stiftungsratsvorsitzende betont, der ORF habe in den Vorjahren bereits sehr viel gespart. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF haben einen der niedrigsten Lohn- und Gehaltsabschlüsse in ganz Österreich leider hinnehmen müssen. Jetzt ist, glaube ich, das Ende dann auch erreicht, sondern jetzt geht es dann wirklich ums Programm, jetzt geht es ans Eingemachte. Und mein Appell an die Politik ist es, sorgen wir für eine wirklich nachhaltige Finanzierung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks im Interesse des Publikums. Es braucht jedenfalls eine schnelle Entscheidung, denn das neue Modell, beschlossen im Nationalrat, soll und muss schon ab 2024 gelten. Und wir haben jetzt noch weitere wichtige Meldungen vom Tag. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres befürchtet eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine. Knapp ein Jahr nach der Invasion Russlands in der Ukraine werde die Aussicht auf Frieden immer geringer. Gleichzeitig sei das Risiko eines Atomkriegs so hoch wie seit Jahrzehnten nicht, warnt Guterres. Der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill soll für den früheren sowjetischen Geheimdienst KGB gearbeitet haben. Das berichten mehrere Zeitungen unter Berufung auf das Schweizer Bundesarchiv, das die Akte des Putin-Vertrauten mittlerweile freigegeben hat. Kirill hat in den 1970ern in Genf gelebt. Seine Aufgabe soll gewesen sein, den Ökumenischen Rat der Kirchen zu beeinflussen. Die Telekom Austria bekommt eine neue Struktur. Darauf haben sich der Mehrheitseigentümer América Móvil und die Staatsholding ÖBAG geeinigt. Die 15.000 Funkmasten werden in eine eigene börsennotierte Gesellschaft ausgegliedert. Der Syndikatsvertrag wurde um 10 Jahre verlängert. Der mexikanische Konzern América Móvil wird damit ab Herbst den Vorstand stellen. Beim ersten Bewerb der Skiweltmeisterschaft in Courchevel in Frankreich gibt es gleich die erste Medaille für Österreich. Ricarda Haser holt Bronze in der alpinen Kombination. Gold geht an die Italienerin Frederica Brignone, Silber an Wendy Holdener aus der Schweiz. Und zum Schluss der Sendung noch ganz schnell ein weiteres Beispiel dafür, was die künstliche Intelligenz ChatGPT so alles kann, die seit Wochen in den Schlagzeilen ist. Predigen. Zum Beispiel. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dies ist der Kern der Seligpreisungen, die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitmenschen. Der Priester Tom Kretschinski aus Brunn am Gebirge hat gestern auf YouTube eine Predigt vorgetragen, die er von dem Online-Programm schreiben hat lassen. Allerdings nicht aus Faulheit. Der Priester, der früher Softwareentwickler war, hat auch noch eine zweite Predigt selber verfasst zum Vergleich. Den meisten ZuseherInnen gefiel sein persönlicher Text angeblich besser. Aber wer weiß schon, wer die Kommentare unter dem Video wirklich geschrieben hat. Unsere Wettervorhersage, die stammt jedenfalls von Manuel Oberhuber. Das wird heute wieder eine kalte Nacht bei minus 6 bis minus 14 Grad, vereinzelt sogar unter minus 20 Grad, etwa im Freiwald. Morgen am Dienstag lösen sich die wenigen Frühnebelfelder bald auf und es scheint in ganz Österreich die Sonne. Die Temperaturen liegen am Nachmittag um 0 Grad. Im Laufe der Woche wird es dann langsam milder. Dazu gibt es am Mittwoch im Osten stellenweise Hochnebel, am Donnerstag wieder viel Sonnenschein. Regen oder Schnee ist diese Woche kaum in Sicht. Und hier bei uns in ORF 2 folgt jetzt der Kulturmontag, später als gewohnt, aber präsentiert von Clarissa Stadler. Bei ihm ist alles Gold, was glänzt. Gustav Klimt ist der Superstar der Wiener Moderne. Eine große Ausstellung im Belvedere zeigt nun, wo der Maler seine Inspiration fand und stellt Klimts Bildern jene von Van Gogh, Matisse oder Monet gegenüber. Eine Schau der Superlative, nicht zuletzt wegen des Bildes Wasserschlangen 2, das so wertvoll ist, dass es als unversicherbar gilt. Die Causa Teichtmeister und kein Ende. Am Mittwoch steht der ehemalige Burgschauspieler vor Gericht und muss sich wegen des Besitzes von Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern verantworten. Nun nimmt der Direktor des Wiener Burgtheaters ausführlich bei uns Stellung. Und Frauenpower im Oscar-Rennen. Die Kanadierin Sarah Polley spricht über ihren Film Die Aussprache. Bis gleich. Das ist jetzt im Kulturmontag. Das war für heute die ZIP 2 von uns allen hier. Noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.